Die Entdeckung des Neptun. Der Neptun wurde am 23. September 1846 entdeckt. Ihm auf die Spur zu kommen, war eine Meisterleistung. Nach der Entdeckung des Uranus im Jahr 1781 suchten Astronomen weltweit fieberhaft nach einem vermuteten achten Planet im Sonnensystem. Es war die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Nur mit dem Unterschied, dass der Heuhaufen riesig ist und die Stecknadel mit der Lupe gesucht werden musste. Zum ersten Mal gesehen hat den Neptun schließlich der deutsche Astronom Johann Galle, der an der Berliner Sternwarte tätig war. Er konnte sich dabei auf die Voraussage des Franzosen Urbain Le Verrier stützen, die so präzise war, dass Johann Galle sein Teleskop nur noch auf die entsprechende Himmelsregion ausrichten und mit einer Sternenkarte vergleichen musste. Die Entdeckungsgeschichte beginnt damit, dass der Uranus Abweichungen von seiner berechneten Umlaufbahn erkennen ließ. Urbain Le Verrier hegte den Verdacht, dass ein unbekannter Himmelskörper die Störung verursacht und er stellte Berechnungen an, wo sich dieser Körper befinden könnte. Seine Ergebnisse veröffentlichte er schließlich. Das brachte den Durchbruch. Und so gelten er und sein deutscher Kollege als die gemeinsamen Entdecker des Neptun. Inzwischen wissen wir einiges mehr über den Neptun und seine Monde. Seine Umlaufzeit beträgt 165 Jahre. Er hat den vierfachen Durchmesser der Erde und zählt wie der Uranus zu den Eisriesen mit Minusgraden weit unterhalb 200. Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Dazu kommen Methan, das die Blaufärbung des Neptun verursacht. Das Licht der Sonne benötigt auf seinem Weg zum Neptun 4 Stunden und 10 Minuten und hat am Ende nur noch ein Tausendstel der Lichtstärke und Wärme, wie wir das von der Erde her kennen. Der mit Abstand größte Neptunmond Triton wurde bereits am 10. Oktober 1846 vom Briten William Lassell entdeckt. Bemerkenswert an dem Mond ist, dass er sich rückläufig bewegt. Weitere Details über den Neptun wurden bekannt, als 1989 die amerikanische Raumsonde Voyager 2 an ihm vorbeiflog. Hier im Video sind einige der Monde, Zwergmonde und Asteroiden zu sehen, die Voyager 2 zur Erde funkte.
Viel Spaß bei der weiteren virtuellen Erkundung des Neptun und seiner Trabanten.